Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Knochenfisch, Luftschiff. Fast schon ein Zungenbrecher. Knochenfisch, nicht Koch, Knochenschiff. Von Dilly. Es gibt 3 Star Coins, muss man nicht sammeln. 4,16% ist die Abschlussrate. Einer von 24 Versuchen war erfolgreich. Ein Herz hat's bekommen. 3 Leute haben es gespielt. Klassisch, themabezogen. New Super Mario Brothers U-Style. Wow, der Weltrekord. Viel Spaß jetzt bei diesem Level. Aha! Super Mario Maker 2! Muss ich die erst abwarten, oder was? Weg. Was, jetzt muss ich wieder zurück? Oh, nee, ne? Ist hier was drin? Jetzt krieg ich nur ein Leben. Ach, danke. Ja. Oh. Verteidigung. Alter, was soll denn das? Das geht doch jetzt schon in die Hose, Tro. Das geht doch jetzt schon in die Hose. Ich warte. Ich warte den ab. Ach, danke für den Pilz. Verdammt, ich hab vergessen, die gehen ja dadurch nicht kaputt. Okay, da kann ich rein. Das war mir jetzt gerade ein bisschen zu riskant. Ach komm. Der musste sein, ne? Wow, wow, wow. Ah, puh, hei, 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 hei. Oh, danke, danke, ich nehme die. Nehme ich. Ah, Leute, lasst uns welche Kanten weg. Für so welche Sprünge. Naja. Kann man Speedrun? Kann man definitiv Speedrun, wenn man es drauf hat. Ich aber nicht. Wollte ich nur mal anmerken. Oh.
Oh. Puh. Ernsthaft? Leck mich doch mit das Ding. Gibt es noch einen zweiten Weg? Eigentlich hat es mir gut gefallen. Muss ich sagen. Es war herausfordernd. Ja, why not? Why not? Ja. Aber jetzt möchte ich wissen, was habe ich übersehen. Das machen wir wie immer. Ja, ihr wisst es, im Detail. So, da sind wir schon im Detail angekommen. Ich muss sagen, der Anfang, das Einzige, was mich halt gestört hat, war hin- und zurückrennen. Nämlich hier. Von hier aus, um wieder zurückzurennen. Hier gab es dann einen Pilz. Da war ein Hammerbruder. Okay. Der hier, ja gut, hier hätte man vielleicht noch so mit Z kommen können, also so wirbeln oder so, aber ist in Ordnung. Ach, da oben wäre ein Leben gewesen. Da ist dann das. Mal hier oben. Ne, hier hätte man sich nicht soft... Nee, hier konnte man sich nicht softlocken, okay. Hier ist eine 30er-Münze, muss man jetzt nicht unbedingt haben. Hier schnell durchbashen, dann ist man schon schnell hier. Also wenn ihr das Ganze speedrunnt, seid ihr schneller durch, als wenn ihr das langsam angeht. Ah, hier oben wäre was gewesen. Okay. Wäre ich nie hintergekommen. Gut versteckt. Ja, ist in Ordnung. Erstens ist es gut versteckt und zweitens ist es ein Bosskampf und das, wie gesagt, dann doch, ja, kann man so lassen. Das kann knackig werden. Das sind Plattformen, die hoch und runter gehen. Ja. Das ist das Thumbnail. Und dann hier rüber, ja, doch, kann man machen. So, gucken wir mal, wie viel Leben hat er dann verteilt? Regel Nummer 1, ne? 3 Leben mindestens. 1. Also da. 1. 2. Durch die Münzen definitiv 3, aber wir gucken nochmal. Ah. Gut, kann dir gegebenenfalls das ein bisschen verringern, dass du halt viele Tolls bekommst. Aber ist in Ordnung. 2 Stück plus die Münzen, eine 10er, eine 30er, eine 50er, dann sind wir, ja. Also man kommt definitiv irgendwie auf ein Leben mindestens. Und ansonsten bekommt man da, wenn man nicht unfähig ist, hier ein Leben noch. Das heißt also, 4 Leben sind mindestens drin, die man erreichen kann. Und ja, ein Bu hat es, ein Ja, also ein Bu und ein Like. Finde ich in Ordnung. Ich sage danke. Oh, du warst echt super schnell. Danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschüss.